Hallo, schön, dass du da bist auf Hashtag KKL Kunst, Kultur, Literatur. Und ich habe heute, ja, das große Vergnügen, die große Freude, mit einer sehr interessanten und spannenden Autorin, Schriftstellerin zu sprechen. Und ich sag mal Hallo nach Österreich. Hallo nach Deutschland. Es freut mich, dass ich eingeladen worden bin. Ja, sehr gerne. Und bevor wir darüber sprechen, was Sie so machen, gleich meine allererste Frage in Richtung Lyrik auch. Und zwar, was kann Lyrik bewirken für Sie oder generell, was darf es bewirken oder was sollte es vielleicht bewirken, also die Lyrik? Lyrik ist ein Faszinosum. Lyrik kann sehr viel. Durch die gebundene Sprache rührt sie den Leser ganz besonders an. Das ist meine Erfahrung. Und ich habe einen tröstlichen Artikel gelesen, dass in England jetzt vermehrt wieder auch Lyrik verkauft wird. Man hat ja, jeder Verleger weiß davon, ein Lied zu singen, das sich eigentlich nur Thriller und Krimis besonders gut verkaufen. Und die Lyrik ist da nachgehinkt und vielleicht ist gerade in einer Zeit, die vielleicht zu nüchtern geworden ist, die Lyrik wieder ein Refugium und wird daher von den Lesern wieder öfter konsumiert oder gelesen. Ja, Sie haben ja schon sehr, sehr viel publiziert. Wir werden das auch alles verlinken unter dem Video, was es ist. Wie sind Sie denn zur Lyrik gekommen oder anders gefragt, wie ist denn vielleicht die Lyrik zu Ihnen gekommen? Ja, die Lyrik ist von Kindesbeinen an bei mir in Form von Kinderversen, in Form von Liedtexten, spielt ja auch eine große Rolle beim Spracherwerb, die gebundene Sprache. Und ich habe eine frühe Obsession mit komischer Lyrik, die ja oft ein wenig stiefmütterlich behandelt wird, aber ich habe mit 10 Jahren mit großer Begeisterung schon Eugen Roth gelesen. Angeblich soll ja Eugen Roth der meistgelesene deutsche zeitgenössische Dichter sein. Ja, also ich habe eine besondere Vorliebe für humoristische Verse. Schätze aber auch alle anderen. Natürlich habe ich mich dann in der Gymnasialzeit, als wir die Klassiker gelesen haben, am deutschen Blankvers infiziert. Das ist etwas, mit dem ich groß geworden bin und das mir wirklich unter die Haut gegangen ist. Jetzt, ich liebe die gebundene Sprache. Ja. Jetzt publizieren Sie ja außer Lyrik auch viel anderes. Sie haben gerade auch ein aktuelles Buch, ne? Ja. Wie heißt das? Ich habe Eugen Roth schon zitiert. Ja. Ich habe mir erlaubt, den Menschen von Eugen Roth zu gendern. Und habe den Protagonisten, den Menschen habe ich Max Mustermann genannt, mit einem Platzhalternamen. Und ich habe ihm eine Ehepartnerin beigegeben, das Lieschen Müller. Okay. Und da gibt es einen ersten Band, der heißt eben Max Mustermann und Lieschen Müller und den Folgeband Wiedersehen mit Max und Liese. Das Kuriosum an dem Folgeband ist seine Zweisprachigkeit. Ja, welche Sprache? Ich habe auch eine Übersetzerin gefunden, eine russischsprachige Übersetzerin, und diese Gedichte sind jetzt auch dem russischsprachigen Lesepublikum zugänglich. Ah, okay. Sehr schön. Können Sie kurz sagen, inhaltlich, was die beiden erleben, sprachlich? Ja, das ist ein Stellungnehmen zu den Abenteuern, die der Alltag bietet. Es ist ein in die Jahre gekommenes Ehepaar, das gemeinsam die Welt erlebt. Das sind Dinge, die oft nur den Anspruch erheben, zu amüsieren, aber manches Mal kommt der Max auch schon schwer ins Nachdenken, wenn er sich die Probleme so anschaut, die in der heutigen Welt sich ergeben. Okay. Also es ist nicht nur Klamauk, es ist auch etwas zum Nachdenken dabei. Okay, sehr schön. Wie kommt der russische Hintergrund dazu? Wie kommt das? Ja, das ist ja auch ein Kuriosum.
ich bin ja pensionierte Lehrerin und habe sehr viele Kolleginnen, mit denen ich auf Facebook noch Kontakt habe, wo wir über Didaktik sprechen, und habe eine in Moskau geborene Deutschlehrerin, die im Elsass arbeitet, auf Facebook kennengelernt. Die wiederum hat sich meine Gedichte angeschaut, vom Standpunkt, wie weit sie im Unterricht zu verwenden sind. Und die wieder kennt eine ganz polyglotte Schriftstellerin aus Kiew, die auch leidenschaftlich gern Lyrik verfasst, mit der hat sie mich bekannt gemacht. Und wir sind jetzt ein fix verbandeltes Autorinnen-Team und wir haben jetzt gemeinsam schon das zweite Buch herausgegeben. Sehr schön. Eins heißt auf des Windes Schwingen, das ist dann eher die Lyrik auf der anderen Ebene. Meine Co-Autorin schreibt unter dem Pseudonym Mary Nikolska und sie ist wirklich inspirierte Poetin und schreibt ganz erstaunliche Sachen. Und es ist ein Vergnügen für mich, das zu übersetzen. Sie hat sich eben auch bereit erklärt, meinen Klamauk ins Russische zu übersetzen. Übrigens auch so gekonnt, ich hätte nicht für möglich gehalten, dass das möglich, dass das überhaupt so gemacht werden kann. Das ist sehr schön. Ja, dann macht das sehr schön die Runde. Das finde ich ja, finde ich sehr schön, vor allem wenn das auch ein bisschen in die anderen Kulturen, an anderen Sprachen mit über, weil ich glaube, ja, Lyrik ist irgendwie so die, auch die, die Sprache, also für mich jetzt persönlich auch ein bisschen die Sprache für die Welt, und irgendwie verstehen wir uns über die Lyrik natürlich auch miteinander viel besser. Gerade in der heutigen Zeit ist das vielleicht ja auch eine schöne Sache. Ja, spannend ist auch, dass Sie Lehrerin sind und auch der deutschen Sprache natürlich so mächtig. Wie ist denn das, wenn man Lyrik schreibt und sozusagen eine Lehrerin ist und das Handwerk so richtig versteht? Wie ist das? Schreiben Sie als Lehrerin oder schreiben Sie als eher aus Ihrer Seele heraus? Wie verträgt sich das denn, muss ich mal so fragen? Es wird wohl beides sein, aber man kann sein eigenes Habitat eigentlich nie aufgeben. Die Lehrerin schlägt natürlich schon durch. Man sagt mir auch nach, meine Literatur habe immer gewisse didaktische Züge, und jetzt, wo ich in Pension bin, belehre ich eben auch meine Leserschaft. Dazu stehe ich. Ja. Meine Überzeugung ist, es muss jeder, der Schriftstellerei betreibt, auch authentisch bleiben. Und das ist ein Teil meiner Identität. Ja? Mhm. Natürlich die gebundene Sprache, die mich schon als Kind fasziniert hat, es ist natürlich schon ganz etwas anderes, ob das ein versierter Leser und vielleicht auch noch ein Linguist Lyrik analysiert oder der Otto Normalverbraucher. Mhm. Wobei Otto Normalverbraucher das sicher über die Emotio instinktiv so aufnimmt, wie es intendiert ist. Mhm. Aber wenn man das Handwerk versteht und durchblickt, beginnt es auch eine größere Rolle zu spielen. Also ich bin da sehr penibel und deswegen übersetze ich auch mit großer Leidenschaft. Ich bin draufgekommen, dass mir das Übersetzen von Lyrik fast mehr Spaß macht als das Schreiben von Lyrik, denn die Idee habe ich und ich kann nur ein Gedicht übersetzen, mit dem ich mich wirklich inhaltlich identifizieren kann. Ja. Und wenn ich ein Gedicht vor mir habe in einer fremden Sprache, also in dem Fall, übersetze aus dem Russischen, das mich anspricht, dann kann ich mich voll auf die Form konzentrieren und dann versuche ich das eben bestmöglich in eine entsprechende Form zu kleiden. Ja. Das ist rein diese handwerklichen Dinge, die machen mir enorm Spaß. Das Optimieren von sprachlichem Ausdruck. Ja, sind die Antriebe der Lyriker aus Russland, sage ich mal, sind das ganz, ganz unterschiedliche oder ist das im Prinzip eben eigentlich unabhängig von welcher Kultur? Oder merkt man da schon große Unterschiede? Natürlich, Sprache ist Kultur, Kultur ist Sprache. Ja. Es nimmt jeder sein Lebensumfeld mit.
die russische Literatur und auch die russische Lyrik sind großartig. Hm. Und ich habe es nicht gewagt, meinen Schülern das zu gestehen, aber der wichtigste Grund, eine Fremdsprache zu lernen, in dem Fall das Russische, ist, um Literatur im Original lesen zu können. Hm. Es ist ganz wunderbar, fremdsprachige Lyrik mit nachvollziehen zu können. Hm. Das ist, man taucht in eine neue Welt ein. Ja. Wenn wir wieder beim Übersetzen sind, die größten Schriftsteller waren auch meistens virtuose Übersetzer. Mhm. Pushkin selbst hat Shakespeare übersetzt, mhm, aus dem Englischen. Ja? Und es war ja auch eine Zeit, wo es Versromane gegeben, mhm, hat. Es hat ja Zeiten gegeben, da wurden ganze Romane in Versform verfasst. Die große, mhm, Zeit des Versromans. Ich denke hier an Pushkins Eugen Onegin, Evgeny Onegin. Und die hat er in einer ganz komplizierten Onegin-Strophe verfasst. Das Faszinierende daran ist, dass sich das wie luftige Prosa liest. Also es hat eigentlich überhaupt nichts Gekünsteltes an sich. Hm. Ja, und Pushkin selber war ein virtuoser Übersetzer. Er hat, hm, wie ich schon gesagt habe, zum Beispiel Shakespeare aus dem Englischen ins Russische übersetzt. Hm. Das ist sehr spannend, ja. Ja, die Sprache spielt ja eine riesengroße Rolle bei Ihnen, das merkt man auf jeden Fall. Und so eine große, dass Sie sogar ja Analphabeten helfen, schreiben und lesen zu lernen. Ne? Ja, das ist ganz kurios, denn durch die Verfassung einer Alphabetisierungsfibel für, ja, ins Grundschulsystem quereinsteigende Flüchtlingskinder, ja, im Jahr 2015 bin ich eigentlich vermehrt jetzt in der Pension zum Schreiben gekommen. Hm. Ich habe einige Russisch-Lehrbehelfe verfasst, verwöhnt vom Englischen, wo die Lehrbücher ja ganz kindgerecht sind und für die Verlage auch eine sehr gute Einnahmequelle sind, denn das Englische ist überall etablierter Pflichtgegenstand. Ohne diese Sprache und Kenntnis dieser Sprache kommt man nicht durch die, hm, moderne Welt. Hm. Die Russisch-Lehrbücher waren halt weniger amüsant und wenn man dann bessere haben will, muss man sie selber schreiben. So bin ich ins Lehrbücher schreiben gekommen. Und daher hat mich auch mein Schulbuchverleger gekannt und im Jahr 2015, im Jahr dieser großen Flüchtlingsbewegungen, hat er mich eben gebeten, eine Alphabetisierungsfibel zu schreiben. Und da war ich gefordert, Texte zu kompilieren, die, mhm, auch lesbar sind. Und so bin ich dann eigentlich wieder zur Schriftstellerei gekommen. Mhm. Wobei ich ja jetzt auch noch sagen muss, das liegt bei uns in der Familie, denn meine Tochter Theodora Bauer, die ist ein Vollprofi. Die ist hauptberuflich Schriftstellerin. Mittlerweile hat auch mein Mann einen Roman geschrieben und ich bin auch durch die schriftstellerische Tätigkeit meiner Tochter in die Kulturszene Wiens wieder eingetaucht. Mhm. Und habe mit großem Respekt zur Kenntnis genommen, wie viel ehrenamtliche Arbeit dort gemacht wird, wie viel Kulturarbeit dort gemacht wird, wie reich der Pool an Autoren und Autorinnen ist, jungen Schriftstellern und Schriftstellerinnen. Es ist mir ein Vergnügen, mir diese Lesungen anzuhören und auch wieder in die eigene Muttersprache Literatur einzutauchen. Es war ja lange Zeit so, dass ich nur englische und russische Literatur berufsbedingt gelesen habe und nicht mehr up to date war, was im deutschen Sprachraum publiziert wird. Jetzt bin ich es wieder. Also ich schreibe ja nicht nur, ich bin ja auch eine leidenschaftliche Leserin von klein auf. Ja, und das machen Sie auch wahrscheinlich vorher auch ganz viel live. Und jetzt machen Sie das aber auch über Ihren eigenen YouTube-Kanal. Und zwar da machen Sie auch selber Lesungen und erzählen auch ein bisschen was über andere Autorinnen und Autoren, ne? Ja, also das ist, wie soll man sagen, die positive Seite an der Pandemie jetzt, dass man mangels Präsenzlesungen auf die digitale Präsentationsform zurückgreift. Und das ist sicher etwas, was bleiben wird.
ja, weil es oft unkomplizierter ist, als weiß ich, wohin zu fahren, um eine Präsenzlesung zu halten. Ja, da spielt ja auch die Honorarfrage eine Rolle, wer vergütet einem das, und das machen dann Verlage eben nur mit Vorzeigeautoren, die auch entsprechende Auflagezahlen garantieren. Und ich sehe mich selber ja schon eher im Hobbybereich, ja, im vergnüglichen Hobbybereich. Hm. Wobei ja der Vorteil wirklich ist, das gibt einem Schriftsteller völlige Freiheit. Also ja. Ich bin finanziell völlig unabhängig, ich habe meine Pension und ich kann schriftstellerisch tun und lassen, was ich will. Und habe bis jetzt eigenartigerweise immer wieder auch verwandte Seelen auf der Ebene der Verlegerschaft gefunden. Hm, sehr schön. Ja, aber Sie unterstützen, das finde ich auch sehr schön, obwohl Sie selber sehr für sich selber ganz viel schreiben, unterstützen Sie auch dadurch andere Kulturschaffende. Da haben Sie, glaube ich, auch ein Projekt auf Facebook oder auch über Facebook hinaus, die Kultur Lounge, oder täusche ich mich da, heißt die so? Ja, ja, das ist eine von Johannes Schütte, der auch eine zweite große Gruppe betreibt, die Hashtag-Gruppe, gestartete Seite, und er hat mich gebeten, dass ich da auch ein bisschen mitmoderiere, und das mache ich sehr gern. Ja, das ist auch. Und die ist auch im Wachsen, und man hat dort das richtige Zielpublikum, nämlich die Schriftstellerkollegen und Kolleginnen. Ja? Ja. Man soll sich ja auch vernetzen, und man soll ja auch wissen, was die schreibenden Kollegen und Kolleginnen so machen. Ja, und finde ich auch toll, gerade in der heutigen Zeit, dass Sie auch da noch so die Reichweite, das ist ja auch unser Anliegen mit Hashtag KKL, die Reichweite für jeden Autor und Autorin einfach noch weiter zu bringen. Ja, bevor ich gleich meine vorletzte und letzte Frage stelle, was liegt denn als nächstes an Projekten an bei Ihnen? Was ist geplant? Natürlich wird der Max und die Lise auch noch immer eine gewisse Rolle spielen, und irgendwann in ferner Zeit gibt es vielleicht ein Band 3. Mhm. Sonst schreibe ich eigentlich quer durch den Krautgarten Dinge. Der Grund, wieso ich schreibe, ist auch, ich möchte mir selber über gewisse Dinge klar werden, und das Übertragen in die schriftliche Form zwingt einen dann natürlich schon zur Fokussierung und zwingt einen auch, ein Problem richtig zu bedenken und zu evaluieren. Mhm. Und da warte ich eben ab, was so kommt. Und ich nehme ja auch sehr gerne an Ausschreibungen teil. Mhm. Und da picke ich mir halt dann die Rosinen aus dem Kuchen. Ja, glücklicherweise haben Sie auch bei uns mitgemacht. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Und da kam er auch in einem Essay, was ich sehr, sehr empfehlen kann, auch ja, auf der einen Seite die philosophische Ader, aber auch die anderen Aspekte an Ihnen sehr, sehr gut hervor. Werden wir auch noch verlinken hier. Sehr interessanter Artikel auf jeden Fall. Was haben Sie denn mit Ihrer Erfahrung und Ihrem jahrelangen Schreiben so als Tipp oder so für andere Autorinnen und Autoren, vielleicht gerade in der heutigen Zeit? Die Partizipation, die Partizipation an der kollektiven Lernfähigkeit der Menschheit. Mhm. Da schlägt halt natürlich wieder mein Beruf durch. Aber unsere Spezies ist Gott sei Dank lernfähig. Nur dauert es halt seine Zeit, bis sich gewisse Denkprozesse dann etablieren. Und in der Zeit der Krise, in der wir jetzt leben, ich spiele jetzt nur auf die Umweltproblematik an, dahin haben wir uns durch unser Wirtschaften ja selber gebracht. Mhm. Und eine Metapher, die ich auch sehr schätze, ist eine Erzählung von Baron Freiherr von Münchhausen, wie er sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zieht. Das ist für mich eine Metapher von hilf dir selbst, so hilft dir Gott. Mhm. Und alles, was der Bewusstwerdung und der Fokussierung der Gedanken dient, hilft sicher auch unserer ganzen Spezies. Ja. Hilft dabei, das Problem, sobald man es erkannt hat, auch wie den Stier bei den Hörnern zu packen und dann einer Lösung zuzuführen.
Das ist meine Hoffnung. Sehr schön. Sehr schön. Ja, dann lieben Dank dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns hier ein schönes Gespräch zu führen. Lieben Dank dafür. Und, herzlichen Dank für die Einladung noch einmal. Es war mir ein Vergnügen. Sehr, sehr gerne. Und meine allerletzte Frage an Sie ist, was wünschen Sie sich denn für sich auch persönlich von der Welt? Oder was wünschen Sie auch der Welt? Da hat sich mir auch ein Bild eingegraben, dass vor der Mondlandung ein Raumschiff zur Erde geschickt hat. Mhm. Da haben Sie einmal im Orbit einen Earthrise gesehen, einen Erdaufgang. Und die Kostbarkeit dieses einzigartigen Planeten einmal wirklich mit eigenen Augen gesehen. Und ich wünsche mir, dass es lange noch diesen Planeten in einer bewohnbaren Form gibt und dass die Menschen diese Perspektive, diese lunare Perspektive verinnerlichen. Das wäre dann eine geglückte Globalisierung. Wir alle sind Bürger und Bürgerinnen derselben Welt. Die Erde ist unser gemeinsames Haus und wir sollen dieses Haus gut bestellen. Wir sollen in Frieden und Kooperation zusammenleben. Das wäre mein Traum. Das ist schön. Wunderbar. Wunderbar. Ja, und wenn auch dir, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, das Video gefallen hat, like es sehr gerne, schreib auch zu den Themen gerne was drunter, abonniere den Kanal, tätige die Glocke und wir sagen jetzt und wünschen dir noch das Allerbeste und sagen Tschüss. Danke, dass du zugeschaut hast. Tschüss. Tschüss.